Das ist ein Spaziergang der etwas anderen Art und ein historischer noch dazu. Und diese Bilder hier, die zeigen den ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang in mehr als 700 Kilometern über der Erde. Jared Isaacman, der Kommandant der Mission, ist der erste Privatastronaut im All. Für jeweils etwa 15 Minuten steigen er und Sarah Gillis, eine SpaceX-Ingenieurin, aus dem Raumschiff. Die vierköpfige Besatzung war am Dienstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All gestartet. Während der Mission sollen die Astronauten herausfinden, welche Auswirkungen Raumfahrt und Weltraumstrahlung auf die menschliche Gesundheit haben. Zugeschaltet ist mir jetzt der Astronaut und Weltraumexperte Professor Ulrich Walter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie, Frau Werther. Also dieser Weltraumspaziergang ist geglückt. Wie erleichtert sind Sie? Oh ja, also es war nicht so gefährlich, wie man vielleicht annehmen könnte, aber es war auch nicht ungefährlich. Also ich bin erleichtert, dass alles gut verlaufen ist. Aber man muss wissen, der Elon Musk ist jemand, der sehr großen Wert auf Sicherheit legt. Und deswegen habe ich nicht daran gezweifelt, dass das auch wirklich funktionieren würde. Außerdem war es ja auch so, dass die Personen dieses Raumschiff nicht verlassen haben, sondern sich an einer Leiter festgehalten. Das waren so zwei Schlaufen, zwei Stahlbereiche, so Relingen. Da haben sie sich festgehalten und konnten dann rausschauen. Wir sehen das ja hier gerade und konnten auf die Erde schauen. Das Pech war allerdings, dass sie das dann in der Nacht sehen mussten. Also hier sehen wir gerade den Übergang von Abend in die Nacht hinein und deswegen haben sie nicht wirklich was von der Erde sehen können. Ja, das ist ziemlich blöd, wenn man extra so eine weite Reise übernimmt. Aber lassen Sie uns doch darüber mal sprechen, was diesen Zeitpunkt ausmacht. Also das wurde mehrfach verschoben. Wir dachten eigentlich, das passiert jetzt. Es war dann doch früher. Warum? Also darüber hat sich SpaceX nicht ausgelassen. Ich vermute, es war Folgendes. Der Raumanzug muss auf einem Drittel des Normaldruckes betrieben werden, sonst bläht er sich aus wie so ein Michelin-Männchen. Man kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Wenn man das auf ein Drittel bar reduziert, dann muss man den Raumanzug mit reinem Sauerstoff betreiben und dazu muss der Stickstoff raus. Und zwar nicht nur aus dem Anzug, sondern auch aus dem Blut und aus den Knochen. Dazu muss man ein sogenanntes Pre-Breathing machen, ein Voratmen, um diesen Stickstoff aus dem Körper rauszubekommen. Das dauert mehr als einen Tag, damit man dann später keine sogenannten BENS, die Taucherkrankheit, bekommt. Dadurch bilden sich nämlich solche Blasen in den Gelenken, das tut fürchterlich weh. Und ich nehme an, dieses Pre-Breathing hat länger gedauert als gedacht und deswegen hat man das um mehrere Orbits verschoben. Man kann das immer von Orbit zu Orbit, der dauert so anderthalb Stunden, verschieben und deswegen wurden auf einmal 3 Stunden mehr draus und das war der Grund, warum es dann doch länger gedauert hat. Das ist meine Vermutung, offiziell ist dazu nichts gesagt worden. Es handelt sich ja hier um Amateure, die teilnehmen an dieser privaten Weltraummission. Welches Training ist dafür notwendig? Wie lange dauert das? Also das Training wird von SpaceX zusammen mit der NASA gemacht, weil das geht ja vom Kennedy Space Center, aber SpaceX hat ja die Rakete und die Kapsel und deswegen muss das Hand in Hand gemacht werden. Da gibt es einen Vertrag zwischen SpaceX und der NASA und auch die Nahrung wird von der NASA zur Verfügung gestellt und deswegen gibt es ein gemeinsames Training. Das dauert dann ungefähr ein halbes Jahr für solche Kapseln. Aber sie hätten ja eigentlich schon im November 2022 fliegen müssen. Und deswegen haben sie nach ihrem Training regelmäßiges Updates gemacht, also um auf dem Stand des Trainings zu bleiben. Dazu gehört übrigens auch in diesem Fall der Weltraumspaziergang. Und das wird unter Wasser gemacht. Da gibt es bei der NASA ein eigenes Schwimmbecken. Das ist sehr tief, etwa 10 Meter. Und da kann man dann üben, wie man solche Weltraumspaziergänge macht. Auch das haben diese vier Astronauten gemacht, um dann zu wissen, wie gehe ich dann in der Schwerelosigkeit mit diesem Anzug um. Also Sie sehen, es wird schon trainiert, aber nicht über Jahre. Schauen Sie, ich habe 5 Jahre für meine Mission trainiert. Ich bin Berufsastronauten. Und das ist dann doch der Unterschied. Als Berufsastronauten wissen Sie viel besser, was Sie in ernsthaften Situationen machen müssen. Was kann denn aber trotzdem bei so einem Spaziergang schiefgehen, insbesondere wenn man jetzt kein Berufsastronaut ist, so wie Sie, sondern eben Amateur? Was sind da die größten Risiken? Böse Zungen behaupten, dass die wichtigsten Knöpfe bei dieser Kapsel up and down sind. Wenn Sie abdrücken, dann geht das Ding nach oben und kommt in den Weltraum. Und wenn Sie down drücken, dann kommt das Ganze zurück. Ich will Ihnen damit sagen, dass heutzutage
so eine Bedienung einer Kapsel sehr leicht geworden ist. Und das ist der Grund, warum Elon Musk solchen Rookies, so nennt man das, also Leute, die keine richtigen Berufsastronauten sind, sowas überlassen können. Und das ist der Fortschritt der Raumfahrt. Ich in unserem Shuttle, wir haben 5 Jahre trainiert, damit wir das bedienen können. Heutzutage machen sie das im halben Jahr und können das normalen Bürger übergeben. Das ist wie früher, da haben sie ein Auto gekauft und mussten dazu einen Chauffeur mitkaufen. Das war Anfang des letzten Jahrhunderts so. Seitdem kann jeder einen Führerschein machen im halben Jahr und kann selber ein Auto fahren. Und so ist das in der Raumfahrt auch. Heutzutage kann praktisch nach einem halben Jahr jeder so eine Kapsel bedienen. Und das finde ich toll. Das ist der richtige Fortschritt. Und deswegen glaube ich auch, dass es den Weltraumtourismus in den nächsten Jahren wirklich geben wird, weil es so einfach geworden ist. Das heißt, Sie würden persönlich auch in so eine SpaceX-Kapsel einsteigen und ins All fliegen? Sie nicht? Ich Doch, ja, muss also die Antwort noch mal heute. überlegen. Ja, ich würde das sofort machen. Man muss wissen, der Elon Musk macht hervorragende Raketen und die Kapsel ist extrem sicher. Es ist bisher noch nichts passiert. Es sind über 280 Flüge stattgefunden. Nichts ist passiert. Das ist viel besser als damals der Shuttle. Die sind nach 130 Flügen gab es 2 tödliche Missionen. Und daran sehen Sie, der Elon Musk legt extrem großen Wert darauf. Und deswegen würde ich mich da sofort reinsetzen. Das ist übrigens bei anderen Anbietern anders. Ich würde mich nicht in einen Flieger von Richard Branson reinsetzen, weil das ist ein Hauding. Der fliegt, auch wenn es nicht so ganz sicher ist. Und da würde ich es mir überlegen. Aber in die Kapsel, kann ich Ihnen sagen, kann sich jeder reinsetzen, was nicht heißt, dass in Zukunft alles in Ordnung gehen wird. Es wird immer Risiken geben, denn in der Versicherungswirtschaft ist Raumfahrt ein ultra-hazardous adventure. Und das heißt was? Das heißt, es kann was passieren, es wird auch was passieren, aber das Risiko ist inzwischen sehr, sehr klein geworden. Okay, also noch ein paar Interviews mit Ihnen, Herr Professor Walter, und dann haben Sie mich vielleicht auch überzeugt, dass ich da einsteigen würde. Bis hierher, vielen Dank. Das kriegen wir noch hin. Okay.